Liebe Freundinnen und Freunde, ich darf euch alle, Sie alle, euch alle ganz herzlich begrüßen bei der zweiten Grünen Sommerakademie hier im Schloss Goldegg. Ich bin ganz baff, dass wir um wenige Minuten nach 4 Uhr schon so komplett sind. Das ist ja sind ja völlig neue Perspektiven bei uns Grünen, dass es so pünktlich beginnt. Vielen Dank dafür. Wir kommen auch noch darauf zurück, warum das so ist. Ich freue mich doppelt heute, dass wir hier diese Sommerakademie eröffnen. Zum einen, weil ich in Salzburg als Landtagsabgeordneter arbeiten darf und wir uns freuen, dass die Sommerakademie in Salzburg wieder stattfindet. Und zum zweiten hier als Leiter dieses Kulturzentrums Schloss Goldegg, weil ich mich besonders freue, dass die Sommerakademie zum zweiten Mal hier bei uns stattfindet. Wir werten das auch ein bisschen als nachträgliche Anerkennung, dass wir es im Vorjahr so gut über die Bühne gebracht haben mit den Salzburgerinnen und Salzburgern, die es organisiert haben, und hoffen, dass es uns diesmal ebenso gut gelingt. Ich habe vor wenigen Minuten vom Obmensch der Salzburger Grünen Bildungswerkstatt vom Rainer so einen Talisman bekommen für die nächsten Tage. Der soll uns gut über diese Tage bringen. Ich freue mich deswegen auch, dass die Sommerakademie hier bei uns im Schloss Goldegg stattfindet, weil sie ein Thema gewählt hat, das uns als Kulturinitiative ganz intensiv beschäftigt, schon das zweite Jahr nun. Wir haben jetzt 2 Jahre das Jahresthema oder das Thema Spurwechsel gewählt. Spurwechsel, weil wir der Überzeugung sind, dass wir eine ziemlich konsequente Änderung unseres Lebensstils, unserer Gewohnheiten, unserer Zielvorstellungen, auch unserer Werte brauchen, um diesen Planeten auf lange Sicht auch für unsere Nachkommen gut lebbar und in guten Händen zu halten. Daher also besondere Freude, dass dieses Thema Wachstum oder radikale Wende gewählt wurde und mit tollen Referenten aufwarten kann. Ich freue mich auch sehr, dass viele Referenten das erste Mal hier im Schloss Goldegg sind. Das ist für mich immer dann die Chance, sie öfter nach Goldegg zu bekommen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn wir jemand einmal nach Goldegg lotsen konnten, dann sind sie meistens doch so zufrieden, dass sie gerne wiederkommen. Das hoffe ich auch in diesem Fall. Uns allen wünsche ich eine sehr, sehr gut gelingende, erkenntnisreiche und auch vorwärtsweisende Sommerakademie. Vielleicht zum Thema aus meiner Sicht ganz kurz noch 1-2 Gedanken. Ich finde, die Grüne Bildungswerkstatt hat wirklich mit diesem Thema, denke ich, einen total sensiblen Punkt getroffen, auf etwas hinzuweisen, das ansteht, nämlich eine grundsätzliche Fragestellung. Und die Grüne Bildungswerkstatt ist damit natürlich auch nicht allein. Wenn Sie die Medien in den letzten Tagen verfolgt haben, hat es eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung gegeben, die aus meiner Sicht auch sehr klar belegt hat, die Werteordnung verschiebt sich erkennbar, andere Ziele werden merkbar, und das hat natürlich auch mit unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem zu tun. Oder ich kriege seit vielen Jahren eine Zeitschrift zugeschickt, der Wochenzeitung Das Parlament in Deutschland aus Politik und Zeitgeschichte. Und wie lautet die aktuelle Ausgabe? Wohlstand ohne Wachstum. Aktuelle Ausgabe vom Juli dieses Jahres. Oder Toblacher Gespräche, manche von Ihnen werden sie kennen, beschäftigen sich genau mit der gleichen Frage, wie schaut die Zeit mit einem anderen oder vielleicht nach dem Wachstum aus. Ich bin sehr gespannt, wie hoffentlich die meisten oder alle hier, auf das, was letztendlich auch vielleicht als Ergebnis, als Zielrichtung, als Hinweis für uns alle herauskommen wird. Damit möchte ich noch zu einigen organisatorischen Hinweisen kommen, weil ich auch sozusagen ein bisschen mithelfen möchte, dass der Ablauf möglichst gut vor sich geht. Wir haben, das habt ihr vielleicht schon gesehen, diese Veranstaltung wieder als Green Meeting organisiert. Wir möchten sie wieder als solche auch durchführen. Ich glaube, das steht
uns Grünen und der Grünen Bildungswerkstatt natürlich auch in besonderem Maße gut an, wenn wir versuchen, solche Veranstaltungen so ökologisch, so nachhaltig wie möglich abzuführen. Daher auch die Einladung, bei der Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, vor Ort die Mobilität so umweltschonend wie möglich zu gestalten, aber auch im Hotel zu versuchen, so nachhaltig wie möglich den Aufenthalt hier zu gestalten, weil wir ja wissen, dass Tagungen und Kongresse besonders umweltbelastende Ereignisse normalerweise sind und wir wollen auch damit gemeinsam ein entsprechendes Zeichen dagegen setzen. Ganz konkret haben wir einen Shuttlebus organisiert, einen Shuttle-Dienst organisiert. Ich möchte es ganz kurz nur erläutern, das Ganze funktioniert wie ein Anrufsammeltaxi. Das heißt, wer etwas weiter außerhalb des Ortes wohnt und diesen Taxidienst in Anspruch nehmen will, für einen Gesamtbetrag von 10 Euro, der meldet sich einfach telefonisch unter der Nummer, die überall plakatiert ist und vereinbart dann die entsprechenden Abholungen vom Quartier in der Früh, den Rücktransfer zu Mittag, nachmittags wieder Abholung und abends auch Rücktransport. Heute Abend sind wir ja gemeinsam beim Bierführer dann, gibt es dann am Abend Transfers um 10:30 und 11 und um 11:30 zu drei Zeiten, sodass man sich aussuchen kann, wer also weiter weg muss, dass er hier sich einfindet vor dem Bierführer für den Transfer nach Hause. Wenn es dazu Fragen gibt, bitte einfach im Tagungsbüro unten nachfragen. Uns ist es wichtig, dass diese Modelle funktionieren, weil wir sie auch möglichst oft einsetzen wollen, auch bei vielen anderen Tagungen. Und daher ist jede Erfahrung, die wir gewinnen können, für uns wertvoll. Ein zweiter Hinweis noch zu diesem Green Meeting, zu dieser Organisation. Ich habe da hinten aufgestellt, das ist jetzt etwas ganz Banales, Trinkwasser und Apfelsaft von einem Bauern aus dem Ort. Das habe ich deswegen gemacht, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben, nicht Mineralwasserflaschen auf die Tische zu stellen, sondern wir mit Leitungswasser gerne den Durst löschen wollen. Und es gibt eine Bitte noch dazu, nachdem wir auch nicht viele Spülmaschinen bedienen wollen, ist die Bitte, wenn jemand ein Glas benutzt hat, dass er es dann wieder dort hinten abstellt und wir versuchen dann, jemanden zu finden, der sich mit mir gemeinsam oder mit jemand anderem gemeinsam darum bemüht, dass wir die Gläser wieder sauber bekommen, dass wir das auch in der Art und Weise organisieren. Dritter Punkt für heute Abend, eine Bitte an alle. Wir haben heute Abend ein Schlosskonzert hier um 20 Uhr. Dieses Schlosskonzert, das im Rittersaal darunter stattfindet, beinhaltet auch eine Uraufführung, die vom ORF aufgezeichnet wird und irgendwann dann in Ö1 gesendet werden wird. Und die Musikerinnen müssen eine kurze Technikprobe ungefähr um 19 Uhr machen. Also wenn dann kurz um 19 Uhr Klavier und Streichinstrumente zu hören sind, nicht irritieren lassen. Das ist nur die Technikprobe für die Aufzeichnung des ORF. Und wir arbeiten da heroben dann weiter bis 20 Uhr. Und dann bitten wir um 20 Uhr, weil dann das Konzert beginnt, gemeinsam uns zum Bierführer zu begeben. Letzter Punkt noch, nachdem das Wetter auch in den nächsten Tagen schön zu werden scheint, zumindest morgen noch, vielleicht auch übermorgen. Wir haben für alle Tagungsteilnehmer der Sommerakademie erreicht, dass es in der sogenannten Badeanstalt, heißt das bei uns nach wie vor, in der Badeanstalt einen ermäßigten Eintritt gibt. Wenn ihr sagt, ihr seid Teilnehmer der Sommerakademie, dann kostet der Eintritt 2 Euro und sonst, glaube ich, war er 3,80 Euro oder sowas. Also für die, die kurz ins Wasser springen wollen, einfach sagen, wir sind von der Sommerakademie, dann kann man günstiger nass werden. Gut, von meiner Seite, ich wünsche mir drei spannende, schöne Tage. Wenn irgendwelche Fragen sind, bitte wendet euch an mich oder an jemand von der Organisation oder im Büro und ich freue mich auf eine schöne Sommerakademie hier bei uns im Schloss Goldegg. Dankeschön. Ja. Vielen herzlichen Dank, Syriac. Du bist ja ein hervorragender Gastgeber, wie wir ja aus dem letzten Jahr wissen. Auch ein Veranstaltungsprofi, der uns auch immer hilft, interessante Leute hierher zu bringen. Und dann auch noch ein Profi, der auch fürs richtige Wetter sorgt. Ich weiß, Attac hatte die Sommerakademie da, da hat es 4 Tage geregnet. Bei der letzten Sommerakademie, Gott sei Dank, war es ja auch so schön. Also insofern machen wir es nächstes Jahr wieder hier.
Die Sommerakademie findet schon das 11. Mal statt, vor 11 Jahren in Wörgl, das 11. Mal, 2002 in Wörgl war Elmar Altvater auch einer der Vortragenden, den wir hier anschließend gleich begrüßen können. Es ist die erste Sommerakademie aber, die wir in Kooperation durchführen mit zwei Organisationen, mit der Grünen Wirtschaft und der Green European Foundation. Das freut uns sehr. Das hat auch bestimmte inhaltliche Gründe, weil die grüne Wirtschaft auch schon das letzte Mal stark vertreten war, inhaltlich, weil wir sehr stark an Best-Practice-Projekten, Unternehmen, Unternehmerinnen, die anders wirtschaften wollen, Gemeinwohlökonomie und so weiter, hier als Gäste gehabt haben, Lisa Moore, Heini Staudinger. Und weil die grüne Wirtschaft Postwachstum als Postwachstumsökonomie als ein als ihr heuriges Schwerpunktthema hat. Wir haben auch, dafür bedanke ich mich ebenfalls, Unterlagen, sind Papier bekommen, das Sie als Tagung zum Mitschreiben verwenden können und aus Maisstärke, das heißt kompostierbar, Kugelschreiber. Wenn Sie es brauchen, verwenden Sie es, wenn Sie es nicht brauchen, lassen Sie es draußen liegen für andere oder für andere Veranstaltungen. Die CEF, Green European Foundation, ist die politische Bildungseinrichtung, Dachorganisation, zu der wir gehören, aller grünen europäischen Bildungseinrichtungen. Und wir haben gemeinsam ein Buch herausgegeben, das wir auch heute vorstellen werden. Und auch hier ein ganz enger inhaltlicher Anknüpfungspunkt, des Green European Journal. Die nächste Nummer wird dem Thema Growth und Degrowth gewidmet sein. Eine Sache, bevor ich ein paar Worte auch zum Inhalt sage, eine Programmänderung muss ich ankündigen. Eva Klawischnik wird beim Sofa-Gespräch nicht dabei sein. Sie wird am Nachmittag in die Arbeitsgruppen kommen. Das liegt daran, dass sie am Vormittag Kanzler Faymann trifft, der sie auf ihrer Tour besucht und daher diese Verschiebung. Die Bildungswerkstatt beschäftigt sich mit diesem Thema Wachstum oder radikale Wende schon über einige Jahre. Wir haben 2008 die Sommerakademie zum Thema Klimawandel und soziale Gerechtigkeit gemacht und dort schon, das war in Strobl, St. Wolfgang, angerissen diese Kernproblematik, dass wir auf der einen Seite ökologische Grenzen haben, die immer offensichtlicher werden, ökologische Probleme, die uns beschäftigen und auf der anderen Seite eine sich zuspitzende soziale Problematik, zunehmende sozialer Ungleichheit und die Notwendigkeit, um soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und unser Anliegen über die ganzen Jahre hinweg war immer zu versuchen, die soziale und ökologische Frage zusammenzudenken. Im nächsten Jahr, 2009, auf Burg Schleining im Burgenland, ging es dann um Platz für alle. Und mit diesem Thema Platz für alle haben wir auch das angerissen, was uns dann heute auch noch später in der Buchpräsentation beschäftigen wird. Wie gehen wir mit rechten Diskursen um, die in Zeiten von Mangel, von enger werdenden, weniger werdenden Ressourcen, zunehmenden Verteilungskämpfen, einfach ein sehr klares Angebot haben. Sie sagen, das Boot ist voll, es ist nicht genug für alle da, also Ausgrenzung. Nationalismus, Rassismus, andere Formen der Exklusion. Und unser Modell ist definitiv das Gegenmodell, Platz für alle, gutes Leben für alle. Wie schaffen wir das? Wie können wir das umsetzen? 2010 ein kurzer Schwenk nach Europa. Und dann 2011 wieder und erstmals hier zum guten Leben für alle. Das ist das Schwerpunktthema der Grünen Bildungswerkstatt. Und da ging es ganz, ganz stark um Praxisbeispiele, um Best Practices, das Erleben auch des guten Lebens, indem wir Exkursionen organisiert haben, indem Kultur, Kunst ein wichtiger Teil des Gesamtprogramms auch gewesen ist. Sehr stark von der Idee geleitet, dass es, wenn wir eine andere Gesellschaft anstreben, dann geht es um Weltveränderung, dann geht es um Strukturen, dann geht es um
politische Rahmenbedingungen, aber eben nicht nur, sondern es geht auch um Selbstveränderung, um andere Lebensstile, um gemeinsame Organisation von Alternativen, die nachhaltig sind, die solidarisch sind. Das war das Thema des letzten Jahres und in gewisser Weise logisch fortführend und zuspitzend auf ein ökonomisches Problem geht es heuer um die Frage Wachstum oder radikale Wende. Und wir wollen es uns da nicht ganz einfach machen, weil es könnte natürlich logisch argumentiert werden, Klimawandel, Peak, everything, so mit Wachstum kann es nicht weitergehen, schnallen wir den Gürtel enger, das ist doch nicht so schwer. Das Gürtel enger schnallen wissen wir, aus welchem politischen Eck das kommt. Und hier sehen wir auch die Kernproblematik, vor der wir stehen. Das, was wir im Ökologischen oftmals fordern, ist sehr nahe der neoliberalen Sparrhetorik, die uns tagtäglich in den Medien präsentiert wird. Und was Schrumpfen bedeutet innerhalb kapitalistischer Gesellschaften, innerhalb neoliberaler Politikordnungen, das erleben wir in Südeuropa. Deswegen haben wir mit Christina Asensi auch eine Indignada eingeladen, die uns ein bisschen auch berichtet, was neoliberales Schrumpfen heißt und wie wenig anstrebenswert diese Form von Nichtwachstum ist. Und dann ist die Herausforderung, aber was ist das andere? Was ist das, was wir wollen angesichts dessen, dass es Grenzen gibt, die diesen unseren Lebensstil nicht weltweit verallgemeinbar machen. Wir hier in Europa sind die Ersten, die gefragt sind, Veränderungen einzuleiten. Und daher freut es mich auch, dass so viele hier sind, weil es wirklich eine Aufgabe für uns als Einzelne und als Gesellschaft ist, hier das, was radikale Wende sein könnte, anders zu denken, als es der neoliberale Mainstream die vorgeschlagenen Krisenlösungen sind. Und das heißt ganz sicher, systemisch zu denken, systemische Alternativen anzuschauen. Und da gibt es ja auch Konzepte, Postwachstum, Buen Vivir, im Verfassungsrang steht das gute Leben in Ecuador und in Kolumbien. Das geht noch relativ leicht, sich vorzustellen, eine Gesellschaft utopisch, wo allen ein gutes Leben möglich wird, ja. Richtig schwierig, und das wollen wir in das Zentrum dieser Akademie stellen, ist die Frage des Übergangs. Wie organisieren wir angesichts einer neoliberalen Vorherrschaft, eines neoliberalen Denkens, das heute und hier bestimmend ist, die ersten Schritte hin zu einer Gesellschaft, die mit weniger Ressourcenverbrauch auskommt, die nicht glaubt, grünes Wachstum ist die Allheillösung, die aber vielleicht sieht, dass in dem einen oder anderen Bereich grünes Wachstum sehr wohl notwendig sein wird. Wo und wie und was, darüber sollen wir diskutieren, vielleicht auch ein bisschen streiten, das wäre nicht das Schlechteste, aber mit einer Streitkultur, die dialogisch respektvoll ist, immer auch darauf ausgerichtet, den anderen zu seinem Recht, zu ihrem Recht kommen zu lassen. In dem Sinn hoffe ich, dass auch diese Anordnung der Tische Dialog ermöglicht, dass die 3 Tage, die wir in diesem wunderschönen Ambiente verbringen werden, es uns ermöglicht, gemeinsam zu lernen und einen Schritt weit dahin zu kommen, die Frage zu beantworten, aber nicht nur die Frage zu beantworten, sondern auch eine Idee zu haben, welche radikale Wende und wie wir es angehen. In diesem Sinn eine schöne Sommerakademie für uns alle.